Meine Fresse, ist das ein Scheißsommer. Ich habe überhaupt nichts gegen Wind und Regen und Kälte. Aber dieses ewige Hin und Her, das geht mir dermaßen auf den Zeiger. Den Fischen schlägt es auf die Mägen. Mir auf meine nassen Schuhe, wie man sieht. Ich krieg das Kotzen. So, ich habe in den letzten Wochen immer wieder gemerkt, wie wichtig das sein kann, dass man mit verschiedenen Boilie-Sorten arbeiten kann. Das hielt ich früher für so besonders wichtig. Aber es ist so, dass süß und herb eben ein grundlegender Unterschied ist. Ja, nicht nur für die Karpfen, sondern auch für die unerwünschten Beifänge. Wir haben bei uns zum Beispiel viele Probleme mit Wollankrabben. Und wenn ich mit Monster Crab, Robin Red, meiner erklärten Lieblingssorte fische, habe ich oft mit Brassen und mit Wollankrabben gleichzeitig Probleme. Und wenn man das umgehen will, kann man sich wirklich gewaltig helfen, wenn man eine andere Boilie-Sorte verwendet, die die nämlich nicht so gerne mögen. Zum Beispiel habe ich mir extra mitgebracht heute Honig-Vanille in 16 mm. Da wird euch auch ruhig die kleinen, ja. Die werde ich mal ausprobieren hier an diesem Platz, der vollkommen verseucht ist von Wollankrabben. Und dann werden wir mal gucken, was sich hier am Wochenende tut. Für das Wetter bin ich insofern ganz dankbar, weil dann kommen hier nicht ganz so viele unerwünschte Zuschauer her. Denn wenn ich in meiner Heimat irgendwo anfüttere und mich sieht irgendjemand, dann weiß es am nächsten Tag halb aus Friesland. Und am Wochenende sitzt halb aus Friesland dann an meiner Stelle. In diesem Fall ist das Wetter also gar nicht mal so schlecht. Oh, mir stinkt es trotzdem. Gut, dann fangen wir mal an zu füttern. Ich lege eine lange Spur, wie immer, und ich werde die nicht bunt durcheinander mixen, sondern ich lege eine Spur mit einer herben Sorte, nämlich mit Lebermuschel. Und von einem bestimmten Punkt ab, ungefähr 200 Meter, werde ich befüttern. Da werde ich dann mit Honig-Vanille füttern. Ja, schön getrennt. Und dann werde ich mal gucken, was dabei rauskommt am Wochenende, wenn ich hier einsetzen werde. Fangen wir mal an. So, gute 2 Kilo habe ich ausgebracht, will ja auch nicht übertreiben. Wollen wir mal gucken, was das Wochenende uns hier bringt. Ich habe mir extra eine sehr abgelegene Stelle aufgesucht, damit ich halbwegs Ruhe habe. Die Autobahn ist zwar ganz in der Nähe, aber man muss weit laufen, um hierher zu kommen. Ich habe mehrere Probleme, mit denen ich hier fertig werden muss. Ich muss am Wochenende viele Mücken hier, in diesem flachen Uferbereich hier, alles voll, habe ich gerade schon gemerkt, furchtbar. Und Stacheldrahtzaun, der hier gespannt worden ist, so ein Mist. Aber nützt alles nichts. Probleme sind dafür da, dass man sie löst, nicht? So. Das Stacheldrahtproblem habe ich gerade schon gelöst. Das kann man hier sehr schön sehen. Das wird der erotische Aspekt des Films. Ich werde mal mit 20 mm anfangen. Auf dieser Seite hier habe ich jetzt mit Lebermuschel, wie gesagt, gefüttert. Und ich fische normalerweise fast ausschließlich 16 mm Boilies. Das ist sehr unpopulär, ich weiß. Aber ich bin der Meinung, dass Karpfen die noch etwas unbekümmerter aufnehmen, weil die natürliche Nahrung auch eher klein ist. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die Leute immer so auf 20er stehen. Es hat sich so durchgesetzt, nicht? Kann man nicht ändern. Ich persönlich bin der Meinung, 16 mm ist eigentlich ideal. Ich fange hier heute, wie gesagt, auch mit 20er an. Warum? Weil hier viele Brassen zu erwarten sind. Das mache ich stark von den Piepsern abhängig. Wir sind schon früh hier, ist so kurz vor 6. Und wenn es bis 10 Uhr keine Piepser gibt, dann tausche ich ihn wieder aus und nehme einen 16er. Wenn es jetzt wie erwartet am laufenden Band piepst, weil die Brassen und die Wollankrabben mich nerven, dann kann man besser auf den 20er setzen. Der hält natürlich ein bisschen länger vor, denn ich fange mit einem weichen Boilie an. Ja? Ich fange nie mit einem nachgehärteten Boilie an. Weil ich wirklich auf die Weichen schwöre und jeder Tag ist auch anders. Nicht? Wenn Wollankrabben da sind, sind sie da, das ist schon richtig, aber auch die haben mal extreme Beißlaune, sind mal extrem aggressiv und mal weniger. Und da muss man sich jedes Mal erst wieder drauf einstellen. Genug gefaselt, ich bringe jetzt meine Rute aus und ich habe hier anscheinend irgendwie direkt auf einem Wespennest aufgebaut. Aber ich spreche für meine Boilies, nicht? So, eine der Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, ist: Wie viel Boilies fütterst du um deinen Hakenköder? Hier ist die Antwort. Eine Handvoll. Aber es hängt auch stark vom Gewässer ab. Hier zum Beispiel haben wir viele Brassen zu erwarten, wie gesagt. Und da fütter ich auch so ein bisschen nach rechts und links noch ein bisschen was weg. Und was ich auch sehr gerne mache, besonders wenn ich direkt am Angelplatz meine Köder ausbringen kann, so wie hier, einfach so ablegen kann, ist, dass ich so ein paar zerdrücke
noch eine schöne große Wolke verursache. Das bringt oftmals sehr schnelle Bisse, denn das lockt doch ganz enorm. Wenn man ein bisschen auswerfen muss, dann mache ich das natürlich mit PVA. Nicht? Dann nehme ich einen PVA-Beutel und zerdrücke die dann im Beutel. Und diese Crushed Boilies hier, ja, das sind meine Lebermuschel-Boilies. Man sieht hier auch sehr schön die grobe Struktur. Die haue ich einfach dazu. Das hat eine enorme Lockwirkung. So, und eine weitere Frage, die immer wieder gerne kommt. Warum verwendest du immer Backlets? Backlets sind die Bleie, die man in die Schnur hängt, um die Schnur am Grund zu halten. Macht man normalerweise, um zum Beispiel im Drill Freiraum zu haben mit mehreren Routen, wenn die Schnüre dicht am Grund verlaufen und ein Karpfen so seitlich schert, dann fängt man nicht so leicht an Schnüre ein. Oder wenn Boote kommen können auf der anderen Seite, lässt man sie in die Mitte rein. Ich verwende das aber auch hier am Ufer, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Einfach um die Schnur auch dicht vor dem Köder ein bisschen am Grund zu halten, um die Scheuchwirkung auf die Fische zu minimieren. Denn die gespannte Schnur, das wissen die Fische doch durchaus einzuschätzen, gerade in so einem Flachbereich wie hier. Relativ dicht vom Köder, wie gesagt, so 7-8 Meter. Das reicht. Denn ganz gestrafft kriegt man die Schnur sowieso nie. Meine zweite Route, die bekommt einen 16 mm. Da fange ich mal mit an. Wie gesagt, immer erst testen. Ich probiere es aus. Honig-Vanille ist meiner Erfahrung nach ein Anti-Brassen-Boilie, der also nicht besonders von Brassen und von Wollankrabben geschätzt wird. Darum setze ich den an solchen Gewässern sehr gerne ein. Kommen wir jetzt an die andere Seite. Immer dran denken, noch nebenbei bemerkt, immer alles schön aufeinander abstimmen. Nicht? Ob das Blei nun grün oder braun oder schwarz ist, ja, das ist mir schnurzegal. Ob das sechskant ist oder nun flach am Grund liegt, ist mir auch relativ egal. Habe ich jetzt wieder ein anderes dran, das hat einen ganz anderen Grund. Ja? Ich fange an zu basteln. Sage mir, ich nehme einen 16 mm Vanille und dann überlege ich, ich könnte mal einen 6er Haken nehmen. Mache ich nur selten, ich fische eigentlich nur mit 4er und 2er. Nun gut, nehme ich mal einen 6er. Dann passt der Wirbel nicht mehr in das Blei, was ich hatte. Muss ich das Blei austauschen, nicht? So kann es mal sein. Hat also nicht immer bestimmte Gründe, wenn ich mal mit dem und mal mit dem Zeug fische. So, dann haue ich das Zeug mal rein und kann auch nicht widerstehen, mir mal einen im Mund zu stecken. Und da sind auch nochmal am Rande erwähnt, meine Boilies sind alle lebensmittelecht. Zum größten Teil mit Ingredienzien, die aus der Nahrungsmittelindustrie stammen, sprich richtige Lebensmittel. Ne? Pralinenherstellung zum Beispiel, da kommen die Mehle zum Teil her. Also kann man bedenkenlos essen. Ist nichts drin, was irgendwie gefährlich ist oder für den Menschen nicht geeignet. Mein Monster Crab Robin Red will es nicht gerade essen, mein Kollege Bernd Stutz. Er isst lieber einen schönen Vanilleboy. Oder Tropic Bird Food. Lecker. Ich lese gerade den guten alten Isaac Morton. Geiles Buch. 1653 Erstauflage. Und der Mann sieht so viele Dinge genauso wie ich. Ist nicht nur überzeugter Christ wie ich, sondern ist auch ein wirklich klasse Naturliebhaber, ein toller Angler. Ich möchte mal was zitieren, das kann wirklich von mir sein. Aber er war leider eher als ich. Das macht überhaupt den richtigen Angler aus. Dass er alles sieht und daraus praktische Schlüsse zieht. Immer darauf bedacht, auf seinem Gebiete sich zu vervollkommnen. Ich neide niemandem, wenn er sich ein besseres Essen leisten kann als ich. Nee. Und wenn er reicher ist als ich und sich besser kleidet. Ja. Aber wenn er besser fischen kann als ich, das lässt mir keine Ruhe. Das geht mir genauso. Einfach fantastisch. Ja. 2,5 Stunden sind wir jetzt hier. Es hat sich noch nichts getan. 2 kurze Zupfer vom Brassen hatte ich. Demnach kann ich heute Nacht wahrscheinlich bei 16er bleiben, weil ich unerwünschte Beifänge und Nervensägen verkraften werde. Übrigens wichtig natürlich, dass die Boilies immer auch ordentlich verschlossen werden. Nicht nur um Ratten und andere Störenfriede hier auf der Wiese fernzuhalten, sondern auch damit die immer schön knackig bleiben.
und nicht unbewusst nachhärten. Wenn man so einen Tag erwischt, wo es alle Nase lang piept, ne? Brassen zupfen wie die Blöden, dann muss man auch mal nachgehärtete Bodies verwenden. Ne? Das mache ich, wie gesagt, nur ungern. Aber es gibt Nächte, da kann man das einfach nicht verhindern. Weil, wenn man alle halbe Stunde raus muss, weil sie ihren Brassen aufgehängt hat, ja, dann kann man besser einen knüppelharten Body verwenden, der auch wirklich lange aushält und ich morgens seine Montagen reinhole und es ist nichts mehr dran, nicht? Weil die weichen Bodies runtergenuckelt worden sind, ohne dass man es gemerkt hat. Und wie man Bodies vernünftig nachhärten lässt, darfst du, sag ich, jetzt noch ein paar Takte im Innenraum. Ich schwöre auf weiche Bodies. Ja, es ist auch erwiesen, dass die Karpfen, auch wenn sie Muscheln knacken können, weiche Köder in jedem Fall bevorzugen. Ja, darum das Nachhärten lassen kann ganz wichtig sein, wenn man brassenbelastete Gewässer, wenn man es mit Krebsen zu tun hat, wenn man es mit Wollhandkrabben zu tun hat, ja, dass man die ein paar Tage nachhärten lässt. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man nur den Hafenköder nachhärten lassen sollte. Wichtig ist, dass man das richtig macht. Legt die bitte nicht auf die Heizung, auch nicht in die Sonne, sondern an einem kühlen Ort, am besten in der Speisekammer oder sowas. Und ihr müsst auch nicht so gestört machen, wie ich das hier jetzt mache. Ich lasse die jetzt nicht nachhärten, sondern ich habe gerade eine Lieferung von neuen Prototypen bekommen. Und wir machen gerade eine Qualitätskontrolle. Ja, das muss ja sein. Ich will ja auch wissen, worauf mein Gesicht zu sehen ist. Das soll schon alles stimmen. Ja, und dann muss das mal kontrolliert werden. Aber so kann das auch aussehen, wenn man die Boys nachhärten lässt. Ja, mal immer mal rübergehen und schön ein paar Mal drehen am Tag. Und wer nicht ganz solche Mengen hat, wie ich jetzt zum Testen, ja, der macht das folgendermaßen. Nehmt euch einfach einen schönen Grobmaschinenkescher und packt da die Bodies rein. Ja? Dann legt man ihn einfach so hin, am besten so zwischen zwei Stühle oder sowas. Dann hängt man ihn einfach so hin, ein paar Mal am Tag schön umwälzen und nachhärten lassen. Das kann man bis zu zwei, drei Tage machen. Dann werden die relativ hart, die Bodies. Und dann kann man damit auch angeln in Gewässern, wo man Probleme mit diesen kleinen Tierchen hat. Noch ein kleiner Tipp zum Boilie-Füttern. Einer meiner allerersten Artikel für die Fisch und Fang drehte sich um Geräusche. Da habe ich an einem Kanal geangelt, wo viele Fiederangler geangelt haben. Immer wenn die Körbe eintrafen, haben die Fische gebissen. Und die Karpfen wussten das. Die haben dann immer wieder erlebt, die Fiederangler, dass dann plötzlich das Peng sagte und ein Karpfen hat denen das Vorfach gesprengt. Die hatten keine Chance, den zu bändigen. Dann habe ich da gefangen, indem ich immer wieder eingeworfen habe mit meinem Blei. War ein fantastischer Tag, habe ich so nicht oft erlebt. An diesem Gewässer war das was Besonderes. Aber wenn man mit Boilies füttert, was ich jetzt dreimal hier getan habe, ja, dann kennen die Fische die Geräusche auch schon. Ja? Darum mache ich das auch gern zwischendurch mal, wenn es nicht besonders gut beißt oder so, an meiner Futterstelle. Gibt doch noch richtig heftig ein, ne? Hört man gut, ne? Schön hochwerfen. Das hören die Karpfen ganz genau. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Hoffentlich kriege ich noch einen Fisch im Hellen. Jo. Lebermuschel ist der erste Erfolgsträger der Nacht. Drill zu filmen ist hier leider nicht möglich. Da muss ich hier rumfunzeln. Und dann verscheue ich mir alle Fische. Und bei dieser Kugel hier, ziemlich fett, wie ihr seht, da war der Drill auch kaum eine Rede wert. Er war nach der ersten Flucht vor dem Kescher, war er schon drin. Eine Flucht hat er gemacht, dann war er in den Maschen. 11.250 Gramm. Schöner Fisch, oder? Ein schöner Schuppi. Klasse. Und was für ein Maul. Das ist immer so lustig hier in diesem Gewässer. Die haben unglaublich große Mäuler, die Fische. Also 2,20er wären eigentlich auch kein Problem hier. Gut. Frisch bestückt. Mit einem neuen Lebermuschel. Und weiter geht's. Das war übrigens die Route, wo ich euch gezeigt habe, wo es ein bisschen gecrushte Bodies reingeschmissen hat. Hat in diesem Fall nicht funktioniert, dass es einen schnellen Biss gibt. Es ist jetzt immerhin schon 4 Uhr morgens. Ich wundere mich, dass der erste Biss erst jetzt kommt. Es ist extrem spät. Aber wo ich mich jetzt besonders drüber wundere, ist, ich war erst schwer am Zögern, ob ich die Montage überhaupt ablegen soll. Da war es nicht tiefer als 40 cm. Da hat dieser 23er oder 22,5 Fisch gebissen. Ja? Das muss ich mal überlegen, nicht? Wie dicht am Rand die fressen. Ich habe da neben eine liegen, die weiter in der Mitte liegt. Habe ich keinen Zupfer drauf gekriegt. Ne? Die Fische, die ziehen hier am Rand und wenn es noch so flach ist, kaum zu glauben. Okay.
Was habe ich noch so schön zitiert von Isaac Walton? Immer beobachten, Schlüsse ziehen, überlegen. Und genau das tue ich gerade wieder. Mein Leber-Muschel-Bolli, der war so dezimiert. Ich habe mal die zweite Route kontrolliert, zu dem der da im Drill kurz durchgezogen war, musste ich sowieso. Da waren die Vanille-Bollis doch, die Honig-Vanille doch relativ klein geworden. Und dann habe ich die dritte Route auch kontrolliert, da war er sogar völlig ab. Da bin ich jetzt gezwungen zu reagieren und werde jetzt hier einen gehärteten Bolli anbieten. Den habe ich jetzt einige Tage nachhärten lassen. Die habe ich so in einer kleinen Box extra dabei. Ja. Und ich verwende PVA. Das ist normalerweise am Kanal natürlich vollkommener Blödsinn, aber ich will doch so ein bisschen noch ein paar gecrashte Bodies dabei haben. Zerdrückt so ein paar davon jedenfalls. PVA kannte Isaac Walton noch nicht, das ist unser großer Vorteil. Und warum benutze ich das jetzt hier? Ich könnte hier auch wieder hinlaufen und das schlicht und einfach ablegen. Mache ich deswegen nicht, weil ich keine Unruhe machen will da hinten im Dunkeln herumstolpern. Da ist noch so eine Kante, wenn ich da runterrutsche, dann ist das kontraproduktiv. Dann verscheuche ich mehr Fisch, als das mir was bringt. Also PVA. Kurz mit den Lippen rein, die Luft raussaugen aus dem PVA-Sack. Ganz wichtig, wenn man das nicht macht, bleibt die ganze Montage unter Umständen oben hängen oder sinkt so extrem langsam ab, dass sich das PVA schon im Absinken löst. Hier ist das scheißegal, hier ist ganz flach. Nicht? Ich sage es jetzt nur allgemein so für Seen und so, dass sich das löst, ja, und dann treibt der PVA-Sack da oben, die Montage ist unten und dann driftet der wer weiß wohin und dann ist das Ganze für den Arsch. Ne? Dann bringt das Ganze nichts mehr. Also immer schön Luft raussaugen und nach Möglichkeit noch vielleicht mit einer kleinen Schere oder so noch ein paar Löcher rein. Es gibt ja auch PVA-Strümpfe, die haben dann da den Vorteil, dass sie besser absinken. Wenn man aber PVA-Tüten verwendet, wie ich das gerne mache, wenn man da auch Partikel und so schön mit reinpacken kann, Hanf und sowas, dann eben unbedingt Luft raussaugen und sich PVA schmecken lassen. Und dann so ein paar Löcher reinmachen. Ich lutsche den hier jetzt einfach an, so mache ich das immer, und drehe den einfach zu. Ja? Wenn er so ein bisschen nass geworden ist, dann kann man einfach zudrehen. Ja? Braucht man nicht zu knoten, braucht man nicht zu binden, braucht man keine PVA-Schnur oder so. Das reicht vollkommen. Und diesen dicken Knubbel hier kann ich jetzt prima verwenden, um einfach mal einen Haken durchzuziehen. Da kann man einen guten Wurf mitmachen. Gott, raus mit der Montage. Ab in Jaja. Und hoffen, dass wir morgen schönes Wetter kriegen. Gute Nacht. Wie ich das aus den letzten Jahren kenne, ist hier eigentlich vormittags immer durchaus noch was zu erwarten. Gerade bei so einem Wetter. Wir haben schönen Wind drauf, es ist ein bisschen düster. Aber heute tut sich gar nichts mehr. Also bleibt dieser eine schöne Fisch wohl der letzte der Nacht und des Ansitzes. Schade eigentlich. Ich hatte mit 4, 5, 6 Fischen gerechnet. Weil es eigentlich ein sehr, sehr produktives Gewässer ist. Aber wir haben eine schlechte Zeit. August ist sowieso für mich der schlechteste Karpfenmonat. Und Kollegen, die oberhalb sitzen, haben auch keinen einzigen Fisch gefangen. Das zeigt, dass ich nicht alles falsch gemacht habe. Eine lustige Sache noch ist folgende. Ich habe bei meinem letzten Test, ja, Boilies, welche werden genommen, welche nicht, von den Beifängen, ich rede jetzt von Wollankrabben und von Brassen, nicht? Von Karpfen werden natürlich alle meine Boilies leidenschaftlich gerne gefressen. Da habe ich festgestellt, dass die Wollankrabben wirklich auf Monster Crab stehen wie die Verrückten. Und die Brassen tun es auch. Wenn viele Brassen da sind, lieber auf eine andere Sorte ausweichen, obwohl es meine erklärte Lieblingssorte ist. Ja? Und da habe ich einen Honig-Vanille-Boil drin liegen gehabt, da war nichts dran. Das war vollkommen unverändert. Und mit dem habe ich dann einen Fisch gefangen. Den einzigen der letzten Session nämlich. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich das wieder so. Und was passiert? Hier in diesem Gewässer, ist ein ganz anderes Gewässer, passiert genau das exakte Gegenteil. Die Vanille-Bollies sind so klein genuckelt. Und an den Leber-Bollies, mit denen ich fische, Leber-Muschel, da ist nichts dran. Ist echt verrückt manchmal, nicht? Wie die Fische sich so auf so bestimmte Sorten manchmal einschießen, ist natürlich Kleinfische, so Brassenschwärme von dieser Größe, ne? Die hört man nämlich nicht mal. Ich höre sie nicht mal piepen, nicht? Ich kann eine Montage 4 Stunden drin lassen, ich höre keinen einzigen Pieps, hol rein und das Ding ist nur noch groß wie eine Erbse. Das zeigt, dass Fische dieser Größe da zu Hunderten da an den Bodies am Rumnuckeln sind. Ist natürlich auch ein Vorteil, macht die Karpfen wieder neugierig, aber irgendwie sind die Karpfen wohl heute nicht so in Beißlaune. Also man sieht, man muss variieren können, um auch wirklich auf die Situation einzustellen, wie schon der gute Isaac gepredigt hat. Das kann auch bedeuten, dass man mal auf eine ungewöhnliche Sorte ausweicht, zum Beispiel Scopex Tigernuss. Hier steht Scopex Nuss drauf, ist nicht richtig, ist falsch etikettiert, wird noch geändert. Das ist nämlich Scopex Tigernuss, habe ich entworfen für Grasfische, ja, die besonders vegetarisch sind, ein bisschen grün eingefärbt, so wie natürliche Nahrung der Graser. Auch die hat schon so manche Überraschung gebracht, weil die Brassen da nichts mit anfangen können und die Karpfen, die fressen sie trotzdem leidenschaftlich gerne. Gut, ich hoffe, es kommt noch irgendwas und wenn nicht, dann verabschiede ich mich schon mal, dann packt man nämlich gleich ein. Schade. Die Bedingungen sind eigentlich wirklich perfekt. Ich habe mit 4, 5 Fischen gerechnet. Aber wäre auch langweilig, wenn beim Angeln immer alles berechenbar wäre, nicht? So, macht's gut. Man sieht sich.